Zeitreise machen. Und zwar kann ich es lesen. Gibt es einen Zusammenhang zwischen den Löchern im Schweizer Käse, den Löchern in den Socken oder den Löchern im All? Ich bin darauf gekommen, dass die Sachen haben alle zusammen etwas gemeinsam. Also es gibt einen Zusammenhang, und zwar Zeit. Der Faktor Zeit, oder? Der Käse muss reifen, schön. Du musst zuerst Kuh melken, oder? Dann wird es Käse, Bakterien und so weiter. Es hat auch nicht jeder Käse gleich viele Löcher. Das ist jetzt einfach so, also der Käse muss reifen. Das ist jetzt eine abgelutschte WC-Rolle, auch die hat ein Loch. Und auch da geht es um Zeit. Also der Käse muss reifen, das WC-Papier musst du zuerst brauchen, oder? Damit. Und dann die Socken musst du abspulen. Also die Löcher in den Socken, die kommen ja nicht von nichts. Oder? Da musst du ja so ein bisschen breakdancen. Nicht? Die schwarzen Löcher, das ist Raum-Zeit-Kontinuum. Man sagt ja den schwarzen Löchern gewisse Sachen noch, die man vielleicht nicht gerade berechnen kann, weil es ist noch nie einer durchgeflogen. Und wenn einer durchfliegt, kommt er nicht mehr zurück. Der Zusammenhang zwischen Löchern im Schweizer Käse, den Löchern in den Socken und den schwarzen Löchern im Weltall ist die Zeit. Auch diese Frage haben wir wieder sehr gerne beantwortet.